Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin's Axel von Steinreich TV und wie fast jede Woche habe ich mal wieder ein Haul-Video für euch. Jetzt habe ich ja schon zwei gemacht, jeweils ca. 10 Kilo Klemmbaustein. Heute habe ich mal wieder was Schönes, ein Stapel für euch. Eigentlich wollte ich euch jetzt in diesem Video mal ein richtig großes Paket zeigen. Ich warte immer noch auf ein Zugpaket aus China, das mit dem Zug über Russland, Kasachstan, Polen jetzt langsam bei mir eintreffen sollte. Aber die in Polen sind etwas überfordert und da steht es immer noch am Bahnhof rum. Seit 3 Wochen ungefähr. Ich warte eigentlich täglich darauf, dass sich da im Tracking mal was tut und dass es dann UPS übergeben wird. Aber da passiert einfach nichts. Durch den Zoll ist es wohl schon. Aber da, naja, gut. Jetzt steht es halt da im Lager rum und wartet auf einen UPS-Fahrer, der es mitnimmt. Super, aber da kann ich nichts machen. Deswegen habe ich jetzt hier mal noch anderes weitig zugeschlagen. Wir haben hier 2 Paketchen aus China direkt und hier 2, die in Deutschland bei eBay gekauft wurden, beim chinesischen Händler. Aber der hat die angeblich aus dem Lager in Deutschland verschickt. Manchmal sind die dann zwar nicht in Deutschland, zum Beispiel an der tschechischen Grenze, in Tschechien in einem Lager und werden dann nach Deutschland rübergebracht und dort verschickt. Aber auf jeden Fall war das nach 2, 3 Tagen da. Deswegen kann ich jetzt schon wieder ein Haul-Video machen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem kleinsten Paket an. Was da drin ist, das war eine kleine AliExpress-Bestellung. Schaue ich mal rein. Ich habe noch kein Paket aufgemacht. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass das stimmt, was die mir geschickt haben. So, ein typischer Luftpolsterumschlag für Kleinsendungen ganz normal. Eine kleine Anleitung mit Korrekturzettel. Was haben wir hier? Sehen wir irgendwo, was wir hier bauen. Das ist natürlich toll. Das ist jetzt ganz toll für euch, weil hier nirgends abgebildet ist, wie das fertige Produkt so wirklich aussehen soll. Außer hier so zeichnerisch. Also, die Chinesen sind ganz begeistert gewesen von den Lego-Blumen-Sets, die Lego jetzt auf den Markt gebracht hat. Und es gibt direkte Kopien, aber es gibt ganz viele Sets, die die Idee kopiert haben und sie andere Blumen designt haben aus den Ideen von Lego und teilweise dann mit Vase und so. Und eins davon habe ich jetzt hier bestellt. Das ist einfach eine weiße, eckige Vase mit Blumen drin. Mit, was soll es sein? Es sollen, glaube ich, Pflaumenblüten drin sein. Und einfach hier einen kleinen Ast. Hier 2 Blüten und eine weiße Vase. Wer ist denn eigentlich der Hersteller? Es ist die Nummer 3011 vom Hersteller, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Das steht hier leider nirgends drauf, ob das jetzt so ein No-Name-Dinger ist. Ja, das sind dann die Blüten und Sachen. Ja, wie gesagt, eine AliExpress-Bestellung, nicht allzu teuer. Vielleicht sogar was ich im Wohnbereich irgendwo hinstellen kann, wo vielleicht meine Frau auch ganz lustig findet. Und wenn nicht, dann werde ich da schon für einen Platz finden. Ist ja nicht so groß. Das tun wir mal zur Seite. Und nehme ich mal das Paket. Das ist auch aus China gekommen, das ist heute angekommen, hat heute mir der Hermesmann gebracht. Das ist noch
vor den neuen EU-Zollregeln in Holland angekommen und verzollt worden. Deswegen, oder durch den Zoll gegangen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie das alles läuft jetzt ab dem 1.7. Wie da die Kontrollen sind, wie das mit irgendwelchen Abgaben läuft. Da kann ich jetzt euch also keinen Hinweis geben. So. So, jetzt können wir mal ein bisschen graben. Wir haben ein Beleuchtungsset dabei. Wie soll es natürlich anders sein? Die Anleitung ist ganz unten. Ich kann euch schon mal verraten, es ist ein Set von Sembo. Und es ist ein Haus. Ich baue ja gerne Häuser. Und wir haben hier von Sembo ein Setname steht nicht dran. Da steht zwar Hotel hier oben drüber, aber das ist ein einfaches Wohnhaus. Als Titel, als Namen habe ich gelesen oder so bezeichne ich es jetzt auch als Nordic Street View. Und zwar hier, das ist ja so eine Doppelfront, aber das Haus, das kann man aufklappen. Das Haus, also das ist praktisch hier die Vorderseite und das ist die Rückseite und das kann man dann umklappen. Und dann hat man praktisch ein normales Modular von halber Breite, also 16 x 32 von den Noppen her. Und ja, und wie gesagt, kann man aufklappen. Hier hinten hat man noch ein bisschen, wie das dann aussieht. Und Sembo macht ja echt gute Steine. Da bin ich jetzt ganz gespannt drauf, wie das Set aussieht, wie das mir gefällt. Aber so ein kleines Modular ist eigentlich immer was Schönes. Es hat 1500 Teile, war jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Von daher, das ist so ein kleines Ding, so zwischendurch. Sowas baue ich eigentlich immer ganz gern zwischen den Großprojekten mit 5000 Teilen, dann hier mal so ein 1500 Teile Set, das geht als kleiner Snack. Also das werde ich sicher für euch mal bauen hier im Kanal, da könnt ihr euch drauf freuen, irgendwann. Ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, das wieder komplett in den Karton zu stopfen. Ich werde es jetzt mal so provisorisch da oben drauflegen. Da war der Händler wieder ein sehr guter Verpackungskünstler. So. 2 von 4 Sendungen haben wir schon geschafft. Jetzt haben wir hier meine Sets von eBay. Wie gesagt, auch ein chinesischer Händler, aber der offensichtlich in ganz Europa Lager hat. Ich glaube, der heißt moldking-de. Wobei ich mich davon nicht verleiten lassen würde, zu denken, dass das irgendwie ein offizieller Mode King Store ist oder sowas, sondern der hat sich halt den Namen genommen und das verleiht ihm irgendwie so ein offizielles Aussehen, aber das sind die Sets, diese Shops eigentlich nie. Manche haben vielleicht die Billigung des Herstellers, dass sie sich Official irgendwas Store nennen dürfen. Aber sie verkaufen auch oft Sets von anderen Herstellern. Nun, hier ist es so, bei diesem Store bei eBay muss man ein bisschen aufpassen. Der hat nämlich durchaus hier Sets wie diese ohne Versandkosten, kostenloser Versand. Aber sie haben auch Sets, die im Prinzip normal bepreist aussehen. Und dann steht da drunter 100 Euro Versand. Ja, prima. Also dann sind die normalen Preise plötzlich völlig übertrieben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und hier habe ich jetzt 2 Sets gekauft, die deutlich vergünstigt waren und kostenlosen Versand hatten. Und das
habe ich jetzt hier bekommen und sie sind in OVP, das ist natürlich auch immer ganz hübsch. Wie gut die OVP aussieht, sehen wir dann, wenn man die nicht sehr schützende Plastikfolie drumherum weggemacht haben. Und offensichtlich ist er auch noch dran geklebt an die OVP. Ihr seht schon vielleicht, was es ist. Ich bin bloß jetzt hier ganz vorsichtig am die Tüte abziehen. Intelligenzbolzen. Aber es hat funktioniert. Ich habe jetzt wieder noch ein paar Klebereste dran, aber es passt soweit. So, ich habe jetzt hier ein Set der Kingland-Reihe von Mold King. Und zwar das 11002 der Dream Crystal Parade Float. Das sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie so ein Elsa-Schloss auf Rollen. Das ist ein Parade, also von so einer Freizeitparade hier so ein fahrbarer Wagen, wie jetzt so ein Karnevalswagen letztendlich, bloß halt jetzt hier nicht Karneval, sondern vom Freizeitpark. Das ist dieses Kingland, da hat Mold King schon einige Sets rausgebracht. Und die basieren letztendlich auf, oft sind es Häuser oder eben hier solche Sachen, die es im Disneyland Shanghai gibt. Und darauf basieren die. Und das ist natürlich Eiskönigin inspiriert hier. Das ist klar, hier Elsa, Anna. Könnte man hier draufstellen, da würden sie natürlich nicht fehl am Platz sein. Aber wir haben hier keine Figuren drin. Und steht auch nichts von Elsa, Anna, sonst was, Frozen dran. Von daher, da werden jetzt keine Rechte verletzt, auch wenn es natürlich sehr dran erinnert. Da wird halt von der Popularität der Marke profitiert, ohne irgendwie davon da Lizenzen zu zahlen. Und ja, so sieht es auf der Rückseite aus. Die Schachteln sind jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber das hat mich 18 Euro irgendwas gekostet, knapp 19 Euro für 900 Teile. Fand ich jetzt okay und Mold King macht gute Sachen. Und ich habe eine Tochter, die in dem Alter ist, wo ihr das noch gefällt. Sie ist jetzt, kommt jetzt so langsam raus, denke ich, aus diesem Elsa-Anna-Alter. Aber naja, ich denke, da wird sie vielleicht durchaus Freude dran haben. Vielleicht baue ich es mit ihr zusammen. Und dann haben wir alle ein bisschen Spaß damit. Und wenn es blöd ist, wird es halt wieder abgeschoben. Aber ich finde es so ganz, ganz lustig. Und für den Preis kann man das durchaus machen. So, ein zweites Set vom gleichen Händler. Beziehungsweise ein zweites und ein drittes. Wir haben hier schön mit Klebeband einfach nochmal ein weiteres Set oben drauf gepackt. Ein kleines Set. Das gucken wir doch zuerst mal an. Das habe ich nicht bestellt, das haben die einfach so mir dazu gepackt. Oh, sage ich nicht nein gegen ein Geschenk. Habe ich eigentlich nie was. Und wenn es aus Klemmbausteinen besteht, erst recht nicht. Es ist ein bisschen zermatscht. Und es ist ein Set von Lotz. Ein Set mit Ministeinen. Ein KFC sozusagen. Aus so einer kleinen Ministraße. Das ist jetzt kein Set, das ich mir jetzt persönlich gekauft hätte. Aber es sind 303 Teile, das ist so eine halbe Stunde Bauspaß mit Lotzteilen. Da habe ich nichts dagegen, mache ich gern. Vielen Dank, lieber Verkäufer, da freue ich mich sehr drüber, wenn ich da so ein bisschen was umsonst noch dazu kriege. Für sowieso schon ein Set mit ziemlich gutem Preis nehme ich das doch einfach noch mit.
So, machen wir das eigentliche Set auf. Und zwar habe ich hier jetzt mal wieder ein Wange-Set. Ich habe jetzt ja erst die Tower Bridge aufgebaut vor ein paar Wochen. Und ich war jetzt nicht so ganz begeistert, aber ja, ich habe ja da im Angebot ein paar Sets gekauft gehabt und ich habe das Barbecue Restaurant, das ja, Modular würde es nicht, aber halt ein Haus von Wange. Und die sind immer so zwischen 70 und 80 Euro, wenn man die hier bei uns kauft. Das ist mir immer ein Tick zu viel gewesen. Und das Barbecue-Set, das habe ich gebraucht gekauft für um die 50 Euro, 40 irgendwas. Und jetzt habe ich die Autoreparaturwerkstatt von Wange. Die war ebenfalls im Angebot. So sieht das Ding aus. Und so sieht die Rückseite aus. Und es hat 2100 Teile und hat dort bei eBay unter 50 Euro gekostet, glaube 48, 47 Euro. Und da diese Sets, wie gesagt, eigentlich immer so zwischen 70 und 80 Euro liegen, oder vielleicht auch mal 65, ich glaube, neulich war es bei Blue Bricks im Angebot für 65 oder vielleicht auch immer noch. Aber auf jeden Fall habe ich es jetzt halt für unter 50 bekommen und das ist ein Preis, wo ich es mir einfach mal angucke. Also ich finde die jetzt vom Design her okay, aber eigentlich immer zu teuer gewesen und jetzt für 2000 Teile 50 Euro, ah, das ist doch ein Deal, da kann man doch nichts sagen, oder? Also das ist ein spitze Preis und da baue ich das dann auch hier für den Kanal einfach auf und dann lasse ich es ein paar Wochen hier stehen und dann wird es wieder verkauft. Dann hatte ich meinen Bauspaß und ihr habt was zum Gucken und dann passt das doch. Das ist doch der Sinn der ganzen Übung hier. Ja. Also, ich habe jetzt wieder 4 Pakete, 5 wunderbare Sets. Schauen wir mal, ob die wunderbar sind. Ich freue mich vor allem auf das Sembo-Set und die Blumen. Die werde ich wahrscheinlich relativ zeitnah bauen, einfach weil das so eine Kleinigkeit ist, die ich ganz gern bauen würde. Aber ihr könnt ja auch mir mal unten in die Kommentare schreiben, welches ich als erstes aufbauen soll für den Set. Vielleicht gibt es da ja einen klaren Favoriten und dann werde ich mich den Wünschen meiner Zuschauer vielleicht beugen und das zuerst aufbauen. Wie wäre denn das? Ist doch ein Plan, oder? Also gut. Das war jetzt hier mein dieswöchiger Haul. Wie gesagt, ich warte noch auf eine dicke Sendung. Und dann habe ich noch ein bisschen was bei Ali bestellt, ein paar kleinere Sachen. Und lass mich überlegen. Ja, ich habe noch was bei Amazon bestellt, bei einem Händler, der unglaublich billige Preise hat, der es aus China verschickt. Ich glaube nicht, dass das Zeug verschickt wird. Ich habe es erst gestern bestellt. Bisher ist es nicht verschickt worden, aber dann den Mode King Sandcrawler für 150 Euro und irgend so ein Sternenzerstörer für 150 und noch so ein paar Sachen. Völlig wahnsinnige Preise. Ich glaube nicht, dass die verschickt werden, aber wenn sie verschickt werden, dann habe ich ein Megaschnäppchen gemacht, selbst wenn da noch Zoll drauf kommt. Da bin ich ganz gespannt, ob da was kommt. Und auf jeden Fall werde ich euch dann hier meinen Haul auf jeden Fall zeigen. Ich weiß nicht, ob ich euch den Händler verlinken soll. Wie gesagt, ich kann halt nicht dafür garantieren, dass da irgendwas kommt von dem Zeug. Oder ob das irgendein Trick ist oder was da wirklich die Sache ist. Ich werde euch den Link unten reinhauen, aber mit einer dicken Warnung versehen, dass ihr das vielleicht auf eigenes Risiko bestellt. Wenn ihr es bestellt und es wird nichts verschickt, kriege ich auch davon kein Geld, also mir bringt das dann auch nichts.
Aber ich meine, wenn es verschickt wird, dann haben wir alle was davon. Also allein der Sandcrawler, wenn man den in China bestellt, dann sind die 150 Euro sind da die Versandkosten. Wenn ihr das per Flugzeug schicken lasst, dann kostet allein der Versand 150 Euro. Und wenn es per Zug ist, ist es ein bisschen günstiger, aber dauert halt 2 Monate und ist auch nicht wirklich viel billiger. Also es sind auch über 100 Euro allein die Zugversandkosten für den Sandcrawler. Also wie gesagt, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das Zeug verschickt wird. Aber wie gesagt, ich schreibe es unten in die Videobeschreibung und da werde ich dann auch aktualisieren, sobald ich weiß, ob es verschickt wurde. Und schreibe dann vielleicht auch in die Kommentare, wie es weitergeht. Und falls was ankommt, kriegt ihr es hier mit als Haul-Video auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Haul-Video, das kommt dann. Jetzt sind wir mit diesem Video fertig und wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben unter das Video und wenn ihr noch andere Videos von mir sehen wollt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, dass ihr auch benachrichtigt werdet. Aber ansonsten, Kommentare sind auch schön, das ist ganz toll. Das bringt mir auch schon sehr viel. Und wenn ihr irgendwas kaufen wollt, gerne bei Bluebricks oder Amazon meine Links benutzen, da kriege ich ein bisschen was ab davon. Dann verbleibe ich mit den Wünschen, dass ihr auch ein paar schöne Steine zum Verbauen daheim habt und hier nicht so ganz neidisch auf meinen Haul hier blicken müsst. Auf jeden Fall immer die Augen offen halten. Es gibt immer irgendwo ein paar nette Angebote. Auch im gebrauchten Markt auf eBay Kleinanzeigen oder so. Immer mal ein bisschen die Augen offen halten. Es gibt immer schöne Sachen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Axel von Steinreich TV.